So Leute, da sind wir wieder zu einem weiteren Part Liquid Crystal und mein Mike muss mal wieder hier angeklebt werden mit Tesafilm, verdammte Scheiße. So ein richtiges Hartz IV Teil, egal, komm. Ich halte das noch ein bisschen aus, dann hole ich mir auch ein neues, keine Sorge, aber alles eine Frage der Zeit. Und ich begrüße euch erstmal herzlich willkommen zurück. Ihr seht es bei mir, schönen Abend, schön winterlich. Und dann gucke ich draußen und sehe, es ist abends und es ist scheiße Wetter. Regen, verdammt. Nun gut, es geht weiter. Wir waren letztens in Teak City stehen geblieben. Und in Teak City holen wir uns jetzt einmal aus dem Kimono Girls Club, Dance Club Forever, unsere guten alten kleinen, ja, wie soll ich sagen, VM Surferchen, wie. Und diese VM Surferchen, die habe ich mir eigentlich schon geholt gehabt. Aber wisst ihr, was passiert ist? Ich habe den Part aufgenommen, aber GMT, sie hat diese Scheißdatei nicht gespeichert. Ah, das ist einfach nur Herzschmerz, wenn GMT so welche Faxen macht. Herzschmerz ist außerdem auch noch, wenn Dalai Kamel mit Magnitude 6 und 7 nicht trifft. Was soll die Scheiße? Dalai Kamel macht mich mal stolz. Ich bin schon mal auf deinen Höckern geritten, ja? Meine Güte, meine Güte. Und Miki wurde besiegt. Müsst ihr euch mal so Rigi vorstellen. Rigi auf dem Kamel. Und ich bin echt mal auf dem Kamel geritten. Ist ja ohne Scheiß. Das war in der Türkei, glaube ich. Antalya, keine Ahnung. Da bin ich auf so einen Kamel geritten. Das war ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Das habe ich mir natürlich direkt in mein Tagebuch geschrieben. Nicht, dass ich ein Tagebuch führen würde. Sowas machen ja nur Schwuchteln. Nein, aber so ein, ganz ehrlich, so ein Tagebuch ist schon ganz gut. Ernsthaft. Das sind die Schuchte natürlich wieder so ein Vorurteil. Und wegen, machen nur Mädchen. Aber das ist echt gut. Abgesehen davon kann man dadurch auch seine Deutschnote erheblich verbessern. Also für die ganzen stinkenden Deutschkamuffel da draußen. Lernt was! Die faulen Bastarde. Und warum beleidige ich euch jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn sie meinen, dass ich nicht mit ihrer Tochter geschlafen habe. Tja. Das habe ich schon längst erledigt. Ja, an sich habe ich schon diesen Part gedreht gehabt. Ich wollte gerade diese Kemmerick-Datei speichern und das sagt Camp Daisy mir dann. Kannst du dich am Arsch stecken, du Hund? Und hat die Datei irgendwie nicht geöffnet. Ich so, nein, was ist da los? Und wurde nicht geöffnet. Einfach nur schmerzhaft sowas. Einfach nur brutal. Bam, brutal Gerät. Und wisst ihr was? Heute ist mir etwas passiert. Heute habe ich die Erleuchtung gefunden. Und nein, ich habe nicht auf Meiser Mareks Glatze geschaut. Nein. Aber heute, wie soll ich sagen, ist mir klar geworden, dass Mario Kart 7 einfach verdammte Scheiße geil ist. Und mir ist auch klar geworden, dass ich all die Jahre, in denen ich nicht Ocarina of Time gespielt habe, verschwendet habe. Denn Ocarina of Time ist ein verdammt geiles Spiel. Wie konnte ich nur all diese Jahre ohne Ocarina of Time überleben? Ich weiß es nicht. Oh! Alter, Wolke 7, fast tot. Boah. Herzschmerz. Eieieiei. Nun gut, auf Kessel was Verlass. Casper hat nämlich im letzten Part auch schon die ganze Bude gerockt. Lego Rock Raiders. Darth Vader. Mofo, sexy motherfucker. Und erreicht auch ein Level, Casper, nice. Ich muss sagen, Casper ist auf jeden Fall bis jetzt auch so an sich das stärkste Teammitglied. Ich wünschte, dasselbe hätte ich auch von Schnappi sagen können, aber Schnappi ist leider, ja, anders. Schnappi ist anders. Schnappi möchte auch akzeptiert werden. Und wisst ihr, genau, fast hätte ich es wieder vergessen. Ich trage schon etwa seit 2 Jahren mit mir rum. Okay, nicht seit 2 Jahren. Das war jetzt eine Hyperbel, eine Übertreibung, ja? Ich trage jetzt seit 2 Parts Liquid Crystal was in mir rum. Ich wollte es in jedem Part erwähnen, aber es ist mir ständig entglitten. Entglitten, boah. Ja, entglitten, Regi. Du Perversling. Nein, Scherz, aber ich möchte es jetzt einfach mal aufgreifen. Leute,
ihr dürft meinen Channel Chat oder meinen Channel Pinwand jetzt als Chat missbrauchen. Ich habe es ja auch mehrmals per Bulletin angekündigt. Ich weiß, vielleicht werde ich auch noch ein extra Video dazu machen, keine Ahnung. Aber ich habe halt bei anderen Let's Playern auch gesehen, ey komm, die haben einen Chat, so einen eigenen Chat bei sich im Channel, auf dem Channel. Pff. Warum hast du das nicht, ja? Ich meine, du immer bist du Rigi Le Beng, du bist Rigi der Große. Warum hast du das nicht? Und wisst ihr, da habe ich mich dazu entschlossen, komm, mach's auch mal so etwas. Von daher dürft ihr jetzt natürlich meinen Channel als Chat missbrauchen, benutzen, whatever. Und nur zu, macht das ruhig, denn im Endeffekt profitieren wir alle davon. Ihr habt euren Spaß, könnt auch so Kontakte knüpfen, Kontakte austauschen, sowas ist sehr wichtig immer. Dass sich auch meine Abonnenten untereinander sehr gut verstehen oder so gut verstehen oder miteinander auskommen. Weil was ich in den letzten paar zum Beispiel auch lesen musste von wegen, ja, dass er auch hin und wieder mal so Stress gab, da flogen auch Beleidigungen um sich und Leute, das muss doch nicht sein, ja. Ich meine, es ist genug Krieg für alle da. So sage ich es mal. Naja, aber wisst ihr, hier in Deutschland, oder sage ich mal, so heutzutage auf den Straßen hier in Deutschland, da gibt es schon zu viel Hassbereitschaft, sage ich mal. Und diese ganze Aggressionsbereitschaft auch, ja, diese Gewaltbereitschaft. Die muss doch nicht sein, oder? Und jetzt gehen wir erstmal zum Zinnturm. Zinnturm. Die muss doch nicht sein, oder? Und lass uns einfach mal einen richtigen Weg da von weg machen. Hier erstmal Jens. Mit seiner langen Haarpracht, mit seiner Haarmatte. Lass uns einfach mal einen Schritt davon weg machen. Und lass uns irgendwie so etwas in der Art wie, keine Ahnung. Ja. So ein Zeichen setzen. Wir kommen miteinander gut klar. Wir sind keine Aslaks. Nein, ich bin auch kein Aslak, keine Sorge. Ihr seht zwar aus wie einer. Leider. Ja. Aber ja. Weil die ganze Aslak-Verhalten, dieses Aslak-Getue, es geht einem so was von auf die Nerven, ja. Und ich bin ja ganz ehrlich, ich habe wirklich, okay, nicht, doch. Oh, nee, nicht du. Zane, willst du kämpfen? Oh, hallo Regina. Ich habe ja trainiert mit einem Pokémon, hab dich gefunden. Ich brauche es nicht wirklich, von daher kannst du es haben. So, da gibt uns ein Magnet, okay. Magnet. Ja, gut. Und dort haben wir auch schon den Buschmann. Nicht den Buschmann, den Rotschopf eben gesehen. Ich werde meinen Satz von ihm weiterführen, keine Sorge. Ah, bist du. Ich bin hier für das legendäre Pokémon gewesen, aber währenddessen habe ich mir die Haare gefärbt. Sogar auch untenrum. Das wollten wir jetzt aber nicht wissen, Rami. Verdammt. Also Leute, was ich jetzt gerade eben sagen wollte war, wenn ich zum Beispiel jetzt diese ganzen Leute zum Beispiel auch auf Facebook sehe, manchmal stöber ich da einfach rum, wisst ihr. Für eventuell alte Grundschulkameraden finden und so weiter. Und dann sehe ich da diese ganzen Leute, die in ihrem Namen Aslak haben. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Mustafa Aslak. Daniel Aslak. Wisst ihr, wenn ich sowas schon sehe, dann denke ich mir... tut mir leid. Aber... dir würde ich gerne mal in die Fresse schlagen, ja. Wie kann man sowas auch noch feiern? Dieses Aslak-Getuch von wegen, ja, wir sind asoziale Kanaken, uns kann keiner was machen. Denn im Endeffekt komme ich, wegen so Leuten wie diese ganzen Aslak-Idioten, komme ich nicht in den Diskurs rein. Was soll das? Ich will auch mal abfeiern. Okay, was heißt mein... Ja, okay, sagen wir mal so, zweimal im Jahr. Das trifft's gut, ja. Zweimal im Jahr gehe ich auch mal so in den Diskurs, weißt du, mit Kollegen ein bisschen... müssen wir mal sehen, wer so am meisten trinken kann und so weiter, ja. Weil das ist ich nicht. Ich doch nicht. Aber so von den Kollegen her und so weiter und muss auch einfach manchmal sein, ja. Es muss einfach manchmal sein. Was haben wir noch? Burn Tower. Raikou in den Westen. Ente in den Osten. Und Suicune um uns rum und auf uns drauf. Suicune, wir haben unsere weiße... Na egal. Das muss jetzt nicht thematisiert werden. So, wir sehen hier Eosin. Eosin jagt ja die legendären Hunde und er erzählt, dass er sich in Zukunft verliebt hat, als er es gerade ihm an ihm vorbeirauschen gesehen hat. Ja. Und er beschließt, es zu jagen. Nur zu Eosin. Wieso nicht? Eosin Fridolin. Haha. Nee. Ja, wie gesagt, wegen Aslaks wie
Nee, wegen diesen ganzen Aselachs komme ich nicht in diese Diskos rein. Und das ist schon ein klein wenig nervig. Ja. Das nimmt mich auch sehr mit. Oh? Ah ja, stimmt. Die Platten wurden ja eben geändert. Ja, das haben wir schon alles eben durchgenommen. Wundert euch also nicht, warum ich den Weg schon kenne. Denn, ja, die Platten wurden verlegt, diese unsichtbaren Fußböden. Und ich weiß auch schon, wie die verlegt sind, weil ich mich im letzten Part damit beschäftigt habe. Ungefähr 6 Minuten oder so. Und ja, jetzt rushen wir auch hier durch. Fazit. Regi mag keine Aslaks. Nein. Ich mag keine Aslaks, gebe ich auch offen zu. Muss nicht sein, sowas. Oder sowas auch noch feiern. Oder, ja, populär machen. Nee, komm. Ich finde Haftbefehl zumindest zum Beispiel sympathisch, ja. Ganz ehrlich, ich gucke mir auch sehr, sehr viele Interviews von denen an. Der Mann gibt sich einfach, wie er ist. Und er ist sympathisch. Er ist zwar ein richtiger Asi, ein richtiger Proll, ein richtiger Affe. Aber er ist sympathisch. Sehr sympathisch sogar. Und, ja. Ich feiere ihn. Kann ich nichts machen. Das liegt einfach meiner Natur. Ihr könnt auch so denken, was ihr wollt. Aber ich feiere Haftbefehl. Ich gebe es auch offen zu. Ich höre ihn auch manchmal. Ich gebe es offen zu. Ich kann schon die ersten Kommentare hören. Regi, du bist mich auch so ein richtiger Aslak. Nein, ich bin kein Aslak. Ich bin kein Aslak. Ich bin kein Aslak. Ich bin Regi Lübeng. Krieger aus Bengerhausen. Bengerville ist geil. Klingt geil, ne? Bengerville hat was. Bengerville, Fridolin. Nein, Fridolin. Komm schon, Fridolin. BTF. BTF, meine Freunde. BTF. Haunter. Weibliches Haunter gegen weibliches Haunter. Casper setzt sich gut durch. Und ja. Casper hat 7 Liter. Wir machen diese Arena extra nur mit Casper. Weil es hier halt diese ganzen Geist-Pokémon, Nebulak, Alpolo, Gengar gibt. Die spezielle Erfahrungspunkte geben. Nicht spezielle Erfahrungspunkte, spezielle EVs. Und EVs benötigen wir am meisten, am allermeisten auf unserem. Was war das nochmal für ein Pokémon? Hey. Auf unserem Casper. Und was EVs sind, fragt bitte nicht, was EVs sind. Das solltet ihr eigentlich schon wissen. Das erzähle ich in fast jedem Part oder. Ja, was sollt ihr benutzen? Benutzt einfach Onkel Google. Oder Tante Googleina. Googleina. Ja. Haunter besiegen wir auch ganz schnell. Und Gastly. Und Casper schon Level 31. Und falls sich manche fragen, wann sich Casper entwickelt. Es entwickelt sich mit einem Mondschein. Und wo wir den Mondschein herkriegen, ich habe keine Ahnung. Lass uns überraschen. Hey, Dreamita. Wisst ihr, Dreamita bringe ich den echt bei. Ich weiß nicht warum. Aber aus dem einfachen Grund, dass wir jetzt auch eine Psycho-Attacke haben. Und mit einer Psycho-Attacke können wir ein bisschen universeller. Anti-Garantie. Nein. Können wir ein bisschen, ja, differenzierter, spezieller angreifen, sag ich mal. Dann sind wir nicht mehr so aufgeschmissen gegen normale Pokémon. Aber wir sind dann abhängig von Hypnose. Von daher das Hypnose und so weiter. Aber wisst ihr was? Wir knüpfen jetzt einfach Morty vor. Morty, ja. Kommt von Todd Monte, du Arschloch. Ich hab blonde Haare, bin geil, hab geile Frauen. Was willst du mehr? Was willst du? Du bist einfach nur ein kleiner Affe in Regenbogen-Mockershorts. Weißt du was? Wir kämpfen jetzt, du Affe. Okay, der Sprite ist total verhunzt. Ach, kein Kommentar. No comment. So, die ist Gastly. Kriegen wir mit Wolke 7 down. Sollten wir mit Wolke 7 down kriegen. Davon gehe ich ganz stark aus. Und dann bringt auch Groll seinerseits nichts. Also Spite. Oder Spit. Spit! Bitte nochmal. Oh, haben wir kein AP mehr? Doch, wir haben noch genug AP. Und, nice. Gastly geht down. So, ein Haunter. Wir bleiben drin mit Wolke 7. Wieso nicht? Setz Sing ein. Ah. Triff. Nice. Sing trifft wenigstens. Da haben wir schon was. Sing trifft. Und jetzt setzen wir Pack ein. Ich hoffe, das zieht so ein Viertel ab. Nein, das
Scheiße. Noch eine Runde schlafen. Nicht heilen. Jawohl. So lässt sich's leben. Wolke 7, nice. Und jetzt kommt das Gengar. Sein Gengar. Das könnte gefährlich werden. Casper gegen Gengar. Eat my Shadow Punch. Wow. One hit. Das ging aber schnell. Und nun versuchen wir auch mal unsere neue Kombo. Hypnose. Plus. Traumfresser. Was träumt denn Alpollo so süßes? Oh, Alpollo träumt von Megan Fox. Was sucht Megan Fox in Alpollos Träumen? Das gibt's doch nicht. Du Perversling. Auch Pokémon haben nur Frauen im Kopf. Na. So läuft das aber nicht. So läuft der Hase nicht. Kriegen jetzt aber auch Spukball. Und mit Spukball, beziehungsweise Spukball, bringen wir nicht Käse dabei, weil Käse war das schon so per Level lernt. Von daher werden wir uns die TM aufheben. Eventuell wird sich früher später ein anderes Teammitglied brauchen. Wer weiß. Der Hans, der weiß. Nein, der Hans, der kann's. Aber der Peter, nee. Ach, vergessen wir es. Ich halte einfach die Klappe. Und wisst ihr was, Leute? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass GameTaser wieder keine Faxen macht. Und bis dahin, wieder schon reingehauen. Macht's gut und ciao. Euer Rie.